Ich rufe jetzt auf Herrn Abgeordneten Dr. Büger zu seiner Rede. Ich erteile Ihnen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Goethe-Universität bekennt sich in ihrem Leitbild zu der gesellschaftlichen Verantwortung von Forschung und Lehre. Dazu gehört, Wissenschaft auf die Bedarfe möglichst aller Menschen auszurichten und unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen. Die Reflexion einer möglichen Relevanz von Geschlecht und Vielfalt in den unterschiedlichen Dimensionen ist ein wichtiger Beitrag zur Forschungsqualität und Chancengerechtigkeit bei der Anwendung des Wissens. Zitat Ende. So steht es wörtlich. Und deswegen wollte ich mal Fakten an den Anfang meiner Rede hier stellen, in dem von der AfD bemängelten Empfehlungen der Goethe-Universität. Und ich finde, daran gibt es nichts auszusetzen. Denn, Herr Grobe, mehr als die Unterstellung, dass diese Empfehlungs-, Handlungsanweisungen, wie auch immer man sie bezeichnet, dass diese Forschung einschränke, teuer sei, Bürokratie aufbaue, Sie merken extra meinen Konjunktiv, den ich bewusst hier nehme, steht übrigens gar nicht in Ihrem äußerst dürftigen Antrag. Ja, im Übrigen, es gibt durchaus Punkte, an denen wir über Verengung des Diskurses an Hochschulen sprechen müssten. Ja, und ich sehe auch mit gewisser Sorge, dass auch manche Bereiche in der Hochschulen mehr dem Zeitgeist folgen, als einer offenen Diskussion gut tut. Aber eines ist doch bitte klar, den Punkt, Herr Grobe, den Sie hier für die AfD skandalisiert haben, der gehört definitiv nicht dazu. Denn wir wissen ja, und da kann ich eigentlich sehr gut an das, was die Kollegin Herz in ihrer ersten Rede hier erwähnt hat, anknüpfen, überall da, wo es um den menschlichen Körper geht, da kommt es ganz besonders auf das Geschlecht an. So schreibt, und ich habe mir das rausgesucht, die Klinik München auf ihrer Website, zitiere, der große Unterschied. Frauen zeigen manchmal andere Symptome als Männer und brauchen nicht selten eine andere Therapie. Wissenschaftliche, nein. Und weiter, zu Goethe komme ich noch, Herr Grobe. Und weiter, Frauen kommen mit einem Herzinfarkt im Schnitt, auch das hat Frau Herz schon erwähnt, erst 2 Stunden später als Männer in die Notaufnahme. Sie zeigen häufiger andere Symptome, und der Herzinfarkt wird häufiger nicht erkannt. Mittlerweile zeigen Schulungsprogramme übrigen Wirkung, auch das wurde erwähnt, sodass der weibliche Herzinfarkt in der Notaufnahme seltener übersehen wird. Das ist eine gute Entwicklung. Und auch, und der Punkt wurde noch nicht erwähnt, und vielleicht ein bisschen zur Ehrenrettung auch der Männer an dieser Stelle, ich zitiere weiter von dieser Seite der Klinik München, Stichwort Männerschnupfen. Männerschnupfen. Wenn Männer über Schnupfen oder Grippe stöhnen, geht es ihnen vielleicht wirklich schlechter als Frauen mit dem gleichen Infekt. Frauen haben nämlich ein stärkeres Immunsystem. Ursache ist das Hormon Östrogen, das die Vermehrung von Immunzellen unterstützt. Testosteron hingegen bremst deren Wachstum. Zitat Ende. Also, Sie wissen dort, bisher wurden Medikamente und Therapien vorwiegend an und für Männer entwickelt. Und ich finde, es ist wirklich Zeit und es ist sinnvoll, das zu ändern. Ja. Themen, die Männer und Frauen unterschiedlich betreffen, gibt es natürlich auch in den Gesellschaftswissenschaften. Und selbst in der Technik, auch hier wurde schon ganz richtig die Crash-Test-Dummies erwähnt, die sich ja lange ausschließlich am männlichen Körper orientiert haben. Selbstverständlich gibt es auch da solche Themen. Und hier das Augenmerk darauf zu richten, dass es einer unterschiedlichen Perspektive bedarf, um Frauen wie Männern gerecht zu werden, das ist klug und das ist sinnvoll. Und als solchen Hinweis verstehe ich auch die Handreichung der Goethe-Universität. Und dabei ist doch eines bitte schön klar. Es ist klar, dass es viele Fragen gibt, die nichts mit geschlechterspezifischen Unterschieden zu tun haben oder wo offenkundig keine Berücksichtigung von Geschlecht sinnvoll oder möglich ist. Nehmen wir nur den Fachbereich, in dem ich mich gut auskenne, der Mathematik. Wer in der Geometrie forscht, Sie kennen alle ja hoffentlich noch den Satz von Pythagoras, der wird ebenso wenig geschlechtsspezifische Unterschiede dort wahrnehmen wie bei der Untersuchung von Differentialgleichung oder höherer Funktionentheorie. Im Übrigen ein Thema, über das ich besonders gerne Selbstvorlesungen halte.
Wer aber meint, die Regel sei deshalb ausgrenzend und würde solche Forschung verhindern, der interpretiert die Handreichung, ich glaube, Herr Grobe, wohl absichtlich falsch. Ich bin nämlich überzeugt, und die Vielzahl der mathematischen Projekte, nicht nur an der Goethe-Universität, gibt mir ja auch an der Stelle recht, dass die Goethe-Uni und alle anderen Hochschulen, die ähnliche Handreichungen haben, diese doch nur dort anwenden, wo sie praktikabel und sinnvoll sind, und sicherlich nicht dort, wo es ganz offenkundig nicht passt. Ganz offenkundig nicht passt. Und deswegen sage ich Ihnen, dass ein solcher Hinweis in der Handreichung fehlt. Das ist für mich wirklich verzeihlich, denn ich habe sehr großes Zutrauen zu unseren Hochschulen, auch zur Goethe-Universität, dass die Hochschule sich klug und sachgerecht im Einzelfall verhält. Die Freiheit von Forschung und Lehre, gerade die Freiheit von Forschung, ist jedenfalls durch diese Handreichung nicht eingeschränkt. Im Gegenteil weist sie darauf hin, den Horizont der Forschung nicht zu verengen, und ich finde, das ist klug. Die Wissenschaftsfreiheit ist nämlich die Freiheit zur Forschung, nicht die Freiheit dazu, Forschung zu behindern oder sie gar zu verhindern. Deshalb sehen wir im Übrigen als Freie Demokraten auch die Zivilklausel kritisch, denn sie begrenzt Forschung. Die Handreichung zu Geschlecht und Vielfalt beschränkt Forschung aber nicht. Von daher, und Herr Grobe, Sie haben ja so nett reingerufen, Sie würden gerne Goethe hören. Von daher lassen Sie mich zu Ihrem Antrag mit einem Zitat als Wetzlarer Goethestadt, darf ich auch mit Goethe schließen. Man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Büger. Ich erteile dem Abgeordneten der SPD, Herrn Kaffenberger, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, wenn wir schon bei Zitaten sind, Dr. Grobe hat hier die Bibel zitiert. Ich bin jetzt ja nicht dafür bekannt, dass ich Bibelzitate verwende, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein paar habe ich schon immer im Kopf. Und wenn ich das heute hier höre, ich glaube, dann wären Sie besser vielleicht mal beim Herrn Utter in der Andacht aufgehoben, weil da würden Sie auch wissen, dass eines der wesentlichen Gebote ist, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Ich glaube, das ist ein guter Fall davon, wie man sowas tut. Auch das wäre gut, Frau Kollegin. Wer diesem Antrag heute hier... Ja, ich würde gerne mal bitte die Zwiegespräche können Sie einstellen. Ich kann Ihnen auch noch einen Hinweis auf die Deutsche Bischofskonferenz geben. Ich glaube, auch die hat eine klare Haltung, welche Partei man nicht wählen sollte. Aber darum geht es heute ja nicht. Wer diesem Antrag hier zustimmt, werte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, der denkt auch, dass man am Institut für Staatspolitik in Volkslehre promovieren kann. Ich habe den Antrag gelesen und musste an meine Zeit an der Goethe-Uni zurückdenken. Ich habe damals am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre gearbeitet. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen am SAFE an Finanzmarktdaten geforscht. Das liegt jetzt etwa 9 Jahre zurück. Und wir haben in den Bilanzdaten von Banken ganz oft in Regressionsmodellen ganz viele Variablen gehabt. Und ich kann Ihnen sagen, am Ende waren auch nicht alle in den Modellen enthalten. Und trotzdem ein paar mehr Variablen im Datensatz haben noch keiner Forschung geschadet. Heute sind wir fast 10 Jahre später und die Goethe-Universität will die Berücksichtigung von Geschlecht und Vielfalt in Forschungsthemen stärken. Es sind, wir haben es schon gehört, 10 unverbindliche Punkte. Und der Plan dazu, dieser 10-Punkte-Plan, ist vom 21.06.2023. Und jetzt, ein Dreivierteljahr später, kramen Sie den raus und Sie zitieren das nicht mehr ordentlich. Sie verkürzen, wo es nur geht, oder lassen den Kontext am besten gleich ganz weg. Ich sage Ihnen, weiter weg vom wissenschaftlichen Arbeiten kann man nicht sein. Und wenn Sie von den Elefanten sprechen im Punkt 9, also ich habe den Punkt 9 ja zwischendrin noch mal kurz rausgesucht des Papiers, also da steht ja, dass Tiere explizit davon ausgenommen sind, sondern dass es bei Tieren männliche und weibliche Tiere gibt und dass das in der Biologie so erforscht werden soll und diese Daten erhoben werden sollen. Also der vermeintliche nicht-binäre Elefant, den Sie hier beschreiben, den gibt es nicht. Aber wenn Sie sich das ausdenken wollen, um hier eine gewisse Polemik... Nein, das steht da nicht. Lesen Sie es im Punkt 9 nach. Es steht da nicht. Dann haben Sie den Satzbau offensichtlich semantisch fehlverstanden oder kriegen es nicht auf die Kette. Ich weiß es nicht. Schauen Sie in Punkt 9. In Punkt 8, den Sie ansprechen, Geschlecht und Vielfalt werden in Anträgen und internen Ausschreibungen berücksichtigt. Da steht, es gilt die Reflexion einer möglichen Relevanz. Und da dieses kleine Wort möglich macht da den Unterschied.
zu berüchtigen. Also, mal angenommen, Herr Dr. Grobe, ich hätte damals in meinem ich habe mich um ein Forschungsstipendium beworben. Ich hätte damals in Bezug auf meine Regressionsmodelle so einen kurzen Absatz reinformuliert, der deutlich macht, dass Geschlecht und Vielfalt bei aggregierten Bilanzdaten von den Kreditinstituten keine Rolle spielen. So, dann hätte ich einer möglichen Relevanz Rechnung getragen. Und dann schreiben Sie in Ihrem Antrag von erhöhtem Personal- und Verwaltungsaufwand, also ein Szenario, wie Sie es hier gerade rechts außen heraufbeschwören, völlige Fehlanzeige. Aber die Kollegin Herz hat es deutlich gemacht. Es gibt auch Forschungsgebiete, in denen diese Kategorien sehr wohl eine Rolle spielen. Beim Thema KI heute Morgen haben wir darüber gesprochen. Da geht es darum, mit welchen Datensätzen diese Algorithmen trainiert werden. Und natürlich, wenn da aus der Grundgesamtheit etwas fehlt, dann kann das diskriminierend sein. Oder die Kollegin Herz hat Beispiel gebracht, der Kollege Bühler hat es auch aufgegriffen, in der Medizin. Es ist doch völlig klar, dass es Forschungsgebiete gibt, und es ist hinlänglich bekannt, in denen es eine Geschlechterdatenlücke gibt. Und diese zu schließen, werte Kolleginnen und Kollegen, macht Forschung nicht schlechter, sie macht Forschung besser. Und wann, wo und wie diese Forschungsdatenlücke in Bezug auf Geschlecht und Diversität geschlossen wird, das überlassen wir doch am besten unserem exzellenten Personal und unseren Hochschulen. Da brauchen wir Ihren Antrag schon gar nicht zu. Und es gibt auch mit Blick auf dieses Thema, glaube ich, gar keinen Grund, sich aufzuregen, weil Sie appellieren ja immer an den gesunden Menschenverstand. Ich will jetzt Ihnen vielleicht mal, wenn Sie in der Wissenschaft nicht so firm sind, Ihnen ein Beispiel nahebringen, das wir hier aus dem parlamentarischen Alltag kennen. Wenn Sie hier einen Gesetzentwurf einbringen, dann steht da, glaube ich, unter Buchstabe F unmittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern, aka Gleichberechtigung. Unter Buchstabe G steht zum Beispiel Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung. Da führen Sie doch bei allem, was Sie hier an Gesetzentwürfen einbringen, exakt eine solche Reflexion durch. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie das in Ihrer parlamentarischen Freiheit bisher eingeschränkt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Sie über diese Themen nämlich mal nachdenken müssen. Weil, das haben wir heute Morgen auch schon gehört, Sie haben da einfach, da haben Sie nämlich so eine kleine Verstandslücke offensichtlich. Und der eigentliche Elefant im Raum ist doch, dass man sich die Frage stellt, wie kommt es denn dazu, dass gerade die dezidiert wissenschaftsfeindliche AfD-Fraktion sich auf einmal für die Verteidigung von Freiheit und Forschung einsetzen will. Und die Antwort kennen Sie nur selbst. Sie diskreditieren wissenschaftliche Erkenntnisse, wann und wo Sie nur können, ob es in Bezug auf die Pandemie ist, ob es in Bezug auf den Telekommunikationsausbau ist, bei den Mobilfunknetzen. Da habe ich tausende Beispiele aus der letzten Legislatur, wo ich mich daran erinnere. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Die im Grundgesetz garantierte Freiheit von Wissenschaft, Kunst, Forschung und Lehre, die schützen wir und nicht Sie. Die Wissenschaftsfreiheit schützen wir, und die schützen wir im Zweifel auch gegen Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Aus den Reihen der Abgeordneten liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Für die Landesregierung hat der Staatssekretär das Wort. Herr Degen, bitte schön. Kurzer Weg heute. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zuallererst will ich an der Stelle noch einmal ganz klarstellen, dass die Goethe-Universität Frankfurt im angesprochenen Sachverhalt keinerlei Fehler gemacht hat und auch nicht im geringsten Anlass bietet zur Vermutung, hier würde die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre auch nur im Ansatz infrage gestellt, meine Damen und Herren. Und deshalb, also natürlich kann man, wenn man bei den Fakten bleibt, nicht so schön über vermeintliche Zwänge sich aufregen, wie wenn man vermeintliche Zwänge oder Gebote nennt oder herdichtet. Das ist wohl auch der Grund, warum wir heute mal wieder einen solchen realitätsverzehrenden Antrag der antragstellenden Fraktion vorliegen haben, meine Damen und Herren. Ich will das mit ein paar Fakten untermauern. Erstens. Das Papier Berücksichtigung von Geschlecht und Vielfalt in Wissenschaft und Forschung wurde eben nicht formal von den Gremien der Universität verabschiedet und hat damit auch keinen bindenden Rechtscharakter. Es handelt sich also, anders als im vorliegenden Antrag falsch unterstellt wird, nicht um eine Handlungsanweisung der Universität. Und es werden in dem Papier ausdrücklich keine Sanktionen, welcher Art auch immer, vorgesehen oder angedroht oder auch nur vorgeschlagen. Es versteht sich als Empfehlung. Sinn des Papiers ist es, zur Reflexion und gegebenenfalls zur Dokumentation hinsichtlich wissenschaftlich sinnvoller Prozesse anzuregen. Und zweitens,
Die Anmerkungen zu Drittmitteln im vorliegenden Antrag sind im doppelten Sinne unsinnig. Zum einen, weil Drittmittel ja nun gerade, das sagt ja auch der Name, und der Kundige weiß das auch, eben nicht durch die Universität selbst vergeben werden, sondern eben durch Dritte. Und zum anderen ist es schlicht unzutreffend, weil in dem Papier im Hinblick auf Drittmittelanträge eine Auseinandersetzung mit Geschlecht und Vielfalt lediglich angeregt wird. Das Papier ist im Anschluss an ein einjähriges vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt an der Goethe-Uni entstanden. An seiner Entstehung waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen beteiligt. Das Papier empfiehlt, dass sich Forschung und Lehre mit einer möglichen Relevanz von Geschlecht und Vielfalt für den jeweiligen Forschungsgegenstand befassen. Und das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, meine Damen und Herren. Es regt dazu an, zu prüfen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Forschung zu Fragen von Geschlecht und Vielfalt den verschiedensten Wissenschaftsbereichen nützlich sein können. Das ist Interdisziplinarität und damit auf dem Stand, wie Wissenschaft sich im 21. Jahrhundert versteht. Das Papier gibt Impulse, es regt zum Nachdenken an, es sensibilisiert. Das sind alles wissenschaftsimmanente, wenn nicht sogar wissenschaftlich notwendige Prozesse, meine Damen und Herren. Und das ist auch gut so. Es dürfte jedem und jeder unmittelbar einleuchten, dass man in Humanmedizin oder Psychologie die Unterschiede zwischen den Geschlechtern beachten muss, z.B., dass man die Wirkung von Medikamenten nicht nur an Personen eines Geschlechts untersuchen sollte. Aber auch in den anderen Disziplinen ist es absolut sinnvoll und auch notwendig, sich beispielsweise mit der Überrepräsentanz von Männern, Beispiele wurden heute schon genannt, oder Frauen in verschiedenen Fachgebieten oder Statusgruppen wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Wissenschaft ohne Selbstreflexion ist keine Wissenschaft, meine Damen und Herren. Kurzum, Ziel des Papiers der Goethe-Uni ist es, der gesellschaftlichen Verantwortung von Forschung und Lehre für die Bedarfe möglichst aller Menschen gerecht zu werden und Forschungsqualität und die Chancengleichheit in der Wissenschaft voranzubringen. Dass das einigen hier im Saal nicht gefällt, verwundert mich allerdings nicht weiter. Im Übrigen hält das Papier ausdrücklich fest, dass die Umsetzung nur dort stattfinden soll, wo es eben thematisch sich anbietet. Die Goethe-Universität, auch das Sie ja noch erwähnt, folgt mit dem Papier im Übrigen einem Appell des Wissenschaftsrats an Hochschulleitungen und an Forschende aller Disziplinen. Zitat: konkrete Anstrengungen zu unternehmen, Geschlechterperspektiven in Forschung und Lehre zu integrieren. Zitat Ende. Kollege Schmitz hat es angesprochen, das 10-Punkte-Papier der Goethe-Uni wurde nach der Veröffentlichung überwiegend positiv aufgenommen. Selbst die Deutsche Forschungsgemeinschaft DEG führt das Paper im Portal Wissenschaftliche Integrität als positives Beispiel auf, meine Damen und Herren. Ziel des Papiers ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, Hürden und Ungerechtigkeiten in Forschung und Lehre abzubauen. Dies soll mit wissenschaftlichen Mitteln und Selbstreflexion geschehen. Und in Bezug auf die Drittmittel nochmals, Einrichtungen wie beispielsweise die DFG oder der Europäische Forschungsrat geben heutzutage die Reflexion von Geschlecht und Vielfalt als festen Bestandteil für Anträge auf Forschungsförderung verbindlich vor. Und wenn eine Universität im Wettbewerb um Drittmittel beispielsweise mit Exzellenzclustern im EU-Förderprogramm Horizon Europe oder bei Ausschreibungen der DFG erfolgreich sein will, dann muss sie deutlich machen, dass sie Aspekte von Geschlecht und Vielfalt geprüft hat, meine Damen und Herren. Sie wäre also im genauen Gegensatz zur Behauptung des vorliegenden Antrags beim Einwerben von Drittmitteln im Nachteil, wenn sie wissenschaftliche Erkenntnisse zu Geschlecht und Vielfalt ignoriert. Die größte Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit sind Anträge wie diese, die das Ziel haben, eine Forschung etwa zu Geschlechterfragen oder Ungleichstrukturen zu diskreditieren und mundtot zu machen. Wer strukturelle Probleme angehen will, der muss sich auch mit ihnen beschäftigen. Genau das regt das Papier der Goethe-Universität an, nicht mehr und nicht weniger. Die Welt ist bunt und vielfältig, ob es Ihnen gefällt oder nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für eine zweite Runde hat sich Abgeordneter Dr. Grobe gemeldet. Nach der Geschäftsordnung stehen Ihnen 3 Minuten zur Verfügung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Kollege Kaffenberger, ich zitiere die Universität.
Die Goethe-Universität verankert durch konkrete Maßnahmen die systematische Berücksichtigung in identifizierten Handlungsfeldern. Zitat Ende. Leider haben meine Vorredner oder sind sie nicht darauf eingegangen, was den Mehraufwand betrifft. Ich habe ja auch darauf hingewiesen. Warum sprechen Sie das nicht an für die Professoren und Dozenten? Liebe Frau Kollegin Herz, gut, dass die Bibel kein 11. Gebot hat. Denn wenn das so wäre, würden die Grundentscheidungen für unser Leben möglicherweise in die Hände von Studienabbrechern gelegt werden, die dann uns zwingen könnten, unsere Früchte unserer Arbeit zu nehmen. Dann zu Herrn Kollegen Schmitz. Sie fragten danach, ob es schon... Moment. Lieber Herr Kollege Schmitz, ich komme zu Studien, die Sie angefragt haben. In den USA gibt es schon Studien. Im Jahr 2020... Im Jahr 2020 scheinen die beiden am stärksten politisierten Disziplinen Pädagogik und Human Resources zu sein. 53,8% zu 4,3% im Jahr 1990 sowie Biowissenschaften 44% heute zu 6% im Jahre 1990 sowie Mathematik, Physik von 0,9% auf 23%, bei Ingenieurwissenschaften von 1,6% auf 25%. Das Gleiche passiert in Deutschland genauso. Dann zum Thema, was Herr Goethe-Universitätspräsident Enrico Schleif gesagt hat. Er rudert nämlich jetzt schon längst zurück, weil nämlich die Kritik von renommierten gewesen ist, dass er dies jetzt nur noch als Verknappung und Pointierung belegt. Das zeigt doch im Endeffekt, woran wir sind. Es wird die Axt an der Wissenschaft gelegt, und das lassen wir uns nicht gefallen. So, und Herr Dr. Büger, Sie sagten, der Medizindekan Fallschifter, das wären ja alles nur Populisten, die das die Kritik üben würden. Nein, Sie haben nicht den Dekan so bezeichnet. Sie haben aber gesagt, alle, die Kritik üben. Das schließt aber den ehemaligen Medizindekan Fallschifter ein. Der hat in der FAZ sich entsprechend geäußert. Und Sie gingen darauf ein, dass natürlich in der Medizin ganz anders geforscht wird. Das ist doch überhaupt keine Frage. Die Mediziner wissen und dokumentieren dies von jeher. Sie wissen, was Frauen sind und Herr was Dr. Männer sind. Ihre Redezeit ist zu Ende. Sie müssen bitte dann zum Schluss kommen. Danke ich Ihnen. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Kaffenberger von der SPD gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es wurde eben angesprochen, dass hier nichts über Verwaltungs- und Personalaufwand gesagt wurde. Das ist schlicht falsch. Ich zitiere mich da einfach am besten kurz selbst. Angenommen, ich würde mich heute wie damals auf ein Forschungsstipendium bewerben. Ich hätte in Bezug auf meine Regressionsmodelle einen kurzen Absatz zu formulieren, der deutlich macht, dass Geschlecht und Vielfalt bei aggregierten Bilanzdaten von Kreditinstituten keine Rolle spielen. Verwaltungsaufwand, erhöhter Personalaufwand, ein Szenario, wie hier von rechts außen herauf beschworen wird, Fehlanzeige. So. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Herr Dr. Grobe. Ich habe gerade kurz die Kollegin Herz mal gefragt. Sie hat mir mitgeteilt, dass sie einen Bachelor in Politikwissenschaften hat. Ich würde sagen, das ist ein Abschluss. Das glauben wir auch. Sie wird Ihnen sicherlich nicht Ihr Bachelorzeugnis zeigen müssen. Soweit käme es ja noch. Und im Übrigen eine Sache vielleicht noch über die Beweisführung in der Wissenschaft, weil Sie ja über Populismus gesprochen haben und den Kollegen Büger angesprochen haben. Der Beweis dafür, dass es auch promovierten Populismus gibt, den haben wir heute gehört. QED. Wir sind am Ende des Tagesordnungspunktes 17. Vereinbart ist, dass die Drucksache 243 aus 21 in den Ausschuss geschoben wird. Ich sehe, das ist so. Dann verfahren wir auch so.